Die US-Demokraten können bei ihren Bestrebungen zur vorzeitigen Absetzung des abgewählten republikanischen Präsidenten Donald Trump nicht auf die Unterstützung von Vizepräsident Mike Pence zählen. Nach der Randale von Trump-Anhängern im Kapitol verlangten die Demokraten von Pence, binnen 24 Stunden der Forderung nach Trumps Absetzung nachzukommen, und zwar auf Grundlage eines Zusatzartikels der Verfassung. Doch Pence lehnt dies nach Angaben aus der Regierung ab. Pence und Trump wollen demnach ihre gemeinsame Arbeit fortsetzen, und zwar bis zum Ende von Trumps Amtszeit am Mittwoch kommender Woche. Trump wolle auch nicht vorzeitig zurücktreten. In diesem Fall wollen die Demokraten nun ein Impeachment-Verfahren zu Trumps Absetzung beschließen. Es wäre das zweite nach jenem wegen der Ukraine-Affäre Ende 2019, das scheiterte. Der Ausgang des angestrebten zweiten Impeachment-Verfahrens ist wegen der Mehrheit der Republikaner im Senat ungewiss.